Peace, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Neues FIFA-Event des Trailblazers Team 1 steht an und es startet in 10 Sekunden. Vorweg, lasst gerne ein Follow da. Ich will die 75.000 dieses Jahr, deswegen ist es wirklich nur ein Mausklick, ein Handy-Tipper. Würde mich extrem freuen und lasst ein Like auf das Video da. Ich gebe euch mal die 500 Likes mit und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Wir haben es 19 Uhr, let's go, wir fangen direkt an, Freunde. Ich habe dicke Packs von dem Season Pass, 85 Plus Pack, Doppel 85, Dreifach 85, Doppel 86 und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Pack Opening an, nachdem wir die SBCs aber abgecheckt haben, das wollte ich zuerst machen. Ich wollte hier nur den kurzen Player Pick hier eben mitnehmen, den Doppel 81er. Leider nichts drin, aber nicht schlimm, EA Sports, nicht schlimm, ihr könnt mich gleich belohnen. Ansonsten, was haben wir bekommen? Wir haben Rafinha bekommen, 9 SBCs. Ja, die Karte wurde heute Mittag schon auf Twitter geleakt. Gestern habe ich euch die auch im Video gezeigt. Hat Powerschuss, hat Finesse, also die 2 Meter Playstyle, sage ich mal, hat der. Und wie viel kostet der? Zeig mal her. Guck mal, ein 87er Team. Das könnte beispielsweise den 88ern ein wenig helfen und den 87ern. Oder vor allem die Doppel 86er Teams könnten den 87er Futter, also im Futterbereich helfen. Dann haben wir, wie viel 85er Teams? 4 85er Teams. 5 85er Teams. Also hier könnten die 86er ansteigen. Insgesamt muss man hier 3 Informs abgeben, also oder 4 sogar, glaube ich. Also die SBC wird auf jeden Fall nicht teuer. Aber ihr müsst immer so denken, wie viel würde sie auf dem Markt kosten? Ist es okay, finde ich, wenn sie jetzt 500k oder so kostet, weil ich glaube, auf dem Markt wäre diese SBC nicht günstiger. Aber okay, warten wir kurz ab und gucken gleich auf Footbin. Ihr könnt mir ja reinschreiben, nehmt ihr euch die mit. Dann haben wir 81 plus Team of the Week Pack bekommen. Und die kann man jeden Tag einmal machen. Okay, da wird Team of the Weeks, also werden da wahrscheinlich eher weniger steigen. 84er Team und ein 85er abgeben. Ja, ich hoffe, ihr habt im Futter gestern noch investiert, wo das Video kam, Freunde. Das Video hieß ja auch jetzt investieren. Ansonsten Trailblazers Challenge, aber keine gute SBC, also zumindest kein gutes Pack. Okay, willkommen bei den Trailblazers. Wir freuen uns, die Trailblazers-Kampagnen präsentieren zu können. Sie enthält Rollen-Upgrades, Playstyle-Plus-Upgrades und Umstellung für ausgewählte Profis. Die Trailblazers feiern die zu Saisonbeginn herausragende individuelle Leistungen gebracht haben. Also die Spieler, die bis jetzt einfach rasiert haben. Okay, wir haben neue Evolution auch bekommen. Wir haben auch in den Zielen neue Spieler bekommen. Wir haben Bellinghams Bruder als Objective bekommen. Genießt natürlich sehr viel Hype, weil er Bellingham heißt. Aber wir bewerten ihn nach seinen Stats. Und er hat angeschnittener Schuss, okay. Er hat Schnittstellenpass. Grätsche hat er, Flair, Technik und Unerbittlich Plus. Dann hat er Rollen, hat er falsche 9, Motor, Box-to-Box hat er Doppel. Ja, ist in Ordnung, ist eine Free-Karte, ne? Ich würde sie jetzt nicht haten, sieht jetzt nicht allzu schlimm aus, spielt in der 2. englischen Liga, richtig, und ja, keine Ahnung, schreibt es mal rein, er kann auch als Stürmer zocken, als ZOM, wie findet ihr den? Ist halt auch nicht so leicht zum Linken, aber okay, dann haben wir, gewinne eine Partie in einem beliebigen Modus und stelle dabei mindestens einen Trailblazers-Profi in deine Startelf, da bekommt man Tagessiegeraufgabe. Okay, bekommt man aber am Ende was, irgendwas Besonderes, weil so, ah hier, Tagessiege, Komplettpaket, okay, dann werden auf jeden Fall die Abstoß-Trailblazers jetzt am Anfang interessant werden. Dann haben wir hier, was bekommen wir, Pulisic, Laie, für 96 Tage, das sind 3 Monate, über 3 Monate, hä? Was macht ihr EA, ihr könnt ja nicht so eine, also es ist eine Free-Karte geschenkt für 3 Monate jetzt, für jeden, was machen die denn? Was haben wir noch? Hunter, 10x80, dann 1 von 4, 4 Tage Laie Trailblazers, 1 von 3, 82 und am Ende gibt es ein Doppel 2, hä? 96 Tage, lese ich richtig? Also bekommt ihn jeder bis, boah, lass mich nicht übertreiben, 96 Tage Januar, glaube ich, geschenkt, Minimum. Crazy, danke, ey, also... wäre nicht nötig gewesen, weil es halt kacke ist. Sogar Ende Januar, Anfang Februar, wenn ich jetzt gerade mich nicht verzählt habe, ist das verrückt. Also versteht mich nicht falsch, Pulisic wird jetzt so lange nicht spielbar sein. Also er hat eine geile Karte, aber ich meine halt, dass jetzt in den nächsten Tagen jeder mit dem rumlaufen wird, finde ich eher unnötig. Bin allgemein kein Fan von irgendwelchen Leihkarten, die man dann über Tage hat. War auch eine Scheißänderung von EA, muss man einfach so sagen, meiner Meinung nach. Wofür braucht man Leihspieler? Okay. Ab und zu. Aber Leihspieler, die man dann für Tage hat und nicht für Spiele, ist crazy. Aber okay, wir wollen nicht meckern. Alles gut. Wir gehen rein in die Packs, Freunde. Machen eben die Packs weg. Dann gucken wir uns das Team an, die Evos an. Oder die Evo an. Prime Gold Spieler Pack. Klein, tradable.
Kein Walkout. ZDM, Argentinien, Premier League, Skipper. So, was fangen wir denn an? Seltene Goldpack und danach gehen wir rein in die dicken Packs. Kein Walkout, okay. Das war jetzt, glaube ich, von 4 Siegen Weekend League Quali. Osman, kostet er was? Vielleicht wegen dem ganzen Team of the Week. Stell dir mal leicht UV drauf. Ansonsten können wir eigentlich alles abstoßen. So, jetzt gehen wir rein. Ich glaube, 3 oder 4 gute Packs, richtig. 85 plus, ein Spieler, bitte Walkout. Komm je. Ja, ist eine Frau. LV. Frankreich. Kachawi? Nee. Keine Ahnung, Batscha, die alte Legende. Hat leider nur ein 86er Rating. Aber ist okay, wir haben Rafinha, wie gesagt, bekommen. Kostet 540.000, schon viel für meinen Teil. Ich werde den nicht mitnehmen. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, wie gesagt, ob ihr ihn mitnehmen werdet oder nicht. Doppelt 85, bitte. Nein, ich will eine neue Eventkarte ziehen. Walkout, ZOM, Portugal, Bruno. Ja, Bruno. Bruno und dahinter haben wir noch, Freunde. Komm schon, ey, einen Spielbaren, bitte. Carvajal, was soll ich denn damit? Carvajal und Bruno. Doppelfutter einfach. Nicht mal high-rated. Okay, jetzt haben wir dreifach 85. EA Sports, ich liebe euch. Gönnt eine Special-Karte. Sie gönnen wieder nicht. ZDM, England, Declan Rice. Tote Packs. Also wirklich, tote Packs. Ich will mich nicht beschweren. Ich habe dieses Jahr schon Son und Van Dijk tradable gezogen. Nicht mal Double Walkout, auch geil. Also zwei 85er sind dahinter. Orban und Stones. Aber Team of the Week ist gut eigentlich. Kann man gut abgeben. Und jetzt Doppel-86er Aufstehpack. Lange ist es her. Mit meinem Pyjama-Oberteil hier. Doppel-86. Gönn noch Special-Karte. Was soll der Geiz? IV. Deutsch. Ich kann mich setzen. Rüdiger. Oh, Big. Guter Untrade-Spieler. Let's go. Ich dachte, keine Ahnung. Süle, nicht mal Walkout. Keine Ahnung, warum ich das dachte. Schmeckt. Okay, war gut. Ich bin zufrieden, Freunde. Nehmen wir mit. Den werde ich dann auch einbauen in mein FC Untrade-Team. Was haben wir denn? Shop-Pack bekommen. 100k-Packs, das war, glaube ich, schon da. Dann Essence-Pack, 5 Spieler, einer 84 oder höher. 82 Grundlagen-Pack. Was ist das? Saison-Booster-Pack. Drei seltene Goldspieler plus 1000 EP. Die brauche ich. Deswegen sind jetzt halbe Stunde vergangen. Ich habe ein paar EP erspielt, dass ich jetzt wirklich nur noch die 2 Shop-Packs öffnen muss und dann den Season Pass abgeschlossen habe. Und ja, ich würde sagen, Freunde, da werden jetzt ein paar Coins investiert. Wo bist du hier? Season Booster. 100k werden draufgehauen. Ist aber in Ordnung. Walkout. What the fuck? LM, Spanien, Grimaldo. Können wir skippen. Aber, ey, was ist denn in dem Pack? Egal. 3 seltene Goldspieler nur. Haben wir sogar geschafft, hier einen Walkout rauszuziehen. Die beiden muss ich abstoßen. Mein Duplikatspeicher ist full. Und dann nochmal. Und dann haben wir es fertig. So, Season Booster. Wieder Walkout. Hessen Walkout garantiert? Ah, ist wieder nur Müll. Trend. Glaube ich mal. Aber okay, zweimal Walkout nehme ich mit. So, und den müssen wir jetzt. Ja, den stoße ich ab. Den müssen wir wiederholen. Per Web-App. Ich weiß jetzt nicht, wohin mit dem. Und dann haben wir jetzt eigentlich den Season Pass abgeschlossen, Freunde. So, es ist soweit. Season Pass ist fertig. Oder? Ja, doch, Season Pass ist fertig. Hier, Adama Traoré, den werde ich in der Weekend League ausprobieren. Ich habe immer wieder jetzt gegen den gespielt, weil den mittlerweile jeder hat. Absolut OP, der Mann. Und dann haben wir, ja, Deco irgendwas und Adama, nee, nicht und Adama. Und das hier, 3x87 Plus Pack. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Hat sich das Schwitzen kurz in Division Rivals gelohnt, ja oder nein? EA Sports, bitte gönn eine Eventkarte, bitte, es wäre so cool. Komm, 3x87, gönn! Mein Gott, ist das krank. Wer bist du? ZDM, Belgien, Kevin De Bruyne. Gutes Rating, aber keine Special-Karte wieder vom jetzigen neuen Team. Dahinter haben wir Irene Paredes. Mann, nur SBC-Futter, Freunde. Ich will mal was Spielbares haben. Ist das krank. KDB ist auch nur Futter. Klar, gutes Futter, aber trotzdem. Naja, egal. Hätte auch besser sein können. War jetzt nicht unbedingt umsonst. Früher oder später hätte ich das Pack ja eh mitgenommen. Dann gucken wir uns nochmal ganz kurz hier die neue Evolution an, die gekommen ist. Und zwar haben wir ja das Trailblazers-Event bekommen. Und wir können ein paar Evolutions davon upgraden. Und das sind, sage ich mal, die schlechten Evos, die wir dann upgraden können. Hier seht ihr das einmal. Sie bekommen plus 1 Overall, plus 1 Dribbling, plus 1 Defending, plus 2 Tempo, plus 1 Passen, plus 1 Physis und plus 1 Schießen. Also so ein kleines Upgrade dann am Ende.
Ja, welche Karte sieht denn dann gut aus? Können wir mal kurz schauen. Die sind ja alle gerade, ich glaube, die günstigste Trailblazers-Karte liegt so bei 25.000. Apropos, wir haben uns ja gerade Bellingham angeschaut. Der sieht dann natürlich so auf jeden Fall spielbar aus. Der ist ja fast Hullet Gang Stats. Hat leider nur 3-4, aber ist auf jeden Fall dann keine schlechte Karte. Das ist für mich bis jetzt die beste Linksverteidiger-Premier League-Karte, die wir haben. Also vergleicht mal mit Ferland Mondi und alles. Und der ist da bei 150.000 extinct und da bleibt der auch wahrscheinlich, weil wir haben 94 Tempo, 82 Def, 86 Physis. Ist wirklich die beste Linksverteidiger-Karte aus der Premier League, würde ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen und das sagen. Ansonsten haben wir die Karte noch, Saad von St. Pauli mit 5 Sterne Skills, 90 Dribbling, sieht auch nicht schlecht aus. Das auf jeden Fall kurz auch zu der neuen Evolution, die gekommen ist. Dann will ich kurz auf Footbin gehen, was sagt EA zu Rafinha? Boah, ganz knapp, ne? 1300 Likes, 1300 Dislikes. Schreibt es da wirklich hier in die Kommentare. Nehmt ihr euch den mit, ja oder nein? 96 Leihe ist mein Highlight hier vom Video, Freunde. Also Real Talk. Morgen habe ich dann einfach Leihspieler Pulisic für 96 Tage. Habe ich nur einen rechten Flügel. Brauche ich mir keinen kaufen. Habe ich einen Antwort-Spieler. Der wird sein Ding vorne machen. Nicht 4 Sterne Skills, 5 Sterne Week for. Der ist OP, Mann. Der ist OP, das ist keine schlechte Karte. Ist er links oder rechtsfuß? Das würde ich gerne wissen. Rechtsfuß, okay. Aber wo kann er denn noch spielen? Er kann sogar auf dem linken Flügel dann reindrehen, Finesse machen. Super, mit sogar 5 Sterne Weakfoot. Kann er auch auf dem rechten Flügel natürlich zocken. Z2M kann er auch. Also wirklich eine ganz, ganz kranke Karte für einen Free-Spieler, den man wirklich jetzt für 3 Monate dann erstmal zocken kann. Aber okay, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Kurz einmal den ganzen Content durchgegangen. Lasst ein Abo da. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal und Peace.